Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Onessa Vlog. Guck mal, Styles ist mal wieder ausgerastet und hat schon wieder mein Auge angegriffen. Das ist diesmal das andere, oder? Ja, letztes Mal war hier. Danke für nichts. Ist ja nicht so, dass morgen die Glow ist und das jetzt hier voll dick ist und weh tut und hier tut auch mega weh. Naja. Ohne Scheiß, ich glaube, ich kann heute keinen Sport machen. Ich bin so müde und es ist so heiß. Oh, und ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall meinen Vlog schneiden. Später ist noch Team-Meeting und dann muss ich richtig lange zu Hause sein, weil so von Unity Media irgendwer kommt wegen Fernsehen. Ich gucke nicht mal Fernsehen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben Fernsehen geguckt habe. Aber okay. Und dann muss ich um 10 arbeiten. Bis zum Schluss. Und dann muss ich mich direkt fertig machen für die Glow und losfahren. Da muss ich auch noch überlegen, wann ich diesen Vlog schneide. Vielleicht mache ich das vor der Arbeit. Ja, wahrscheinlich ist das das Schlauste. Oh, es ist so belastend. Das beißt in meinen Fuß. Ich glaube, ich werde so müde sein. Ich bin ja jetzt schon mega müde. Ich hoffe, dass diese Unity Media Menschen relativ früh in dem Zeitraum kommen, dass ich mich vielleicht einfach noch mal kurz hinlegen kann. Mann, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. So, ich war jetzt gerade duschen und will jetzt meine Nägel lackieren, weil vorne schon das Weiß von dem Acryl wieder durchkommt. Und ich lasse jetzt noch, solange es geht, meine Brille auf, weil ich habe meine Kontaktlinsen sehr lange drin. Von Freitag, also wenn ich die Brille jetzt bis abends auflasse oder nachmittags, von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen. Ihr wisst vielleicht, wie das ist, wenn ihr selbst Kontaktlinsen tragt. Deswegen lasse ich jetzt noch meine Brille bis heute Nachmittag auf. Styles kämpft mit dem Kabel. Kabel. Band. Ja, und jetzt lackiere ich hier nochmal kurz drüber. Und hoffe dann, dass diese Unity Media Menschen kommen. Schnell, damit ich noch zum Team-Meeting kann. Weil wenn die später kommen, kann ich nicht mehr hin. Grandios. Ja, gucken wir mal. Und ich bin jetzt schon kaputt. Dabei hat die Scheiße noch gar nicht angefangen mit dem nicht schlafen und so. Oh Mann. Aber ich habe auch nicht so viel geschlafen heute Nacht. Naja, wird schon werden, ne? Leute, ich sterbe. Ich möchte kurz anmerken, dass ich in einer Dachgeschosswohnung lebe. Und es ist nicht bewölkt. Es ist einfach nur warm. Manu. Ich habe mir erstmal einen eiskalten Smoothie gemacht. Geil. Boah, das tut mega gut. Ich wollte euch kurz mitteilen, dass erstens Laura da ist. Hola. Und zweitens hat sie bei Teleway bestellt. Ich habe auch zwei Sachen bestellt. Einmal dieses Oberteil. Wie viel hat es gekostet? 8 Euro? Ich glaube, ja. Toll, steht da gar nicht drauf. Ich glaube auch. Und dieses T-Shirt mit Burger und was ist das? Ein Milchshake? Ja, voll geil. 10 Euro war das, ne? Das finde ich geil. Der Stoff ist zwar so ein bisschen. Weiß auch nicht. So glänzend. Das ist cool. Ist cool. So, liebe Freunde, heute kam eine Degusta-Box an. Die packen wir jetzt mal aus. Ich glaube, ich mache das nämlich so, dass ich die Brand News Boxen als richtiges Video drehe und die in den Vlogs. Guter Plan? Schreibt mir mal in die Kommentare. Wenn ihr es anders haben wollt, Ich gucke schreibt diese es in die Unboxing-Videos Kommentare. eh nie. Weil ich meistens live dabei bin. Ja, okay. So. Das ist für Laura. Ja. Okay. Möchtest du die Preise machen? Ja. Vorlesen? Ich möchte aber nicht gucken. Sachen? Okay, dann fangen wir mal an mit was, was ich schon kenne. Diese Brote. Aber ich hatte die bis jetzt, glaube ich, nur in Kräuter. Aber die sind geil. Wie viel kosten sie? 1,59. Die sind geil. Okay. Nudeln! Nudeln. Liguri.
Okay, wahrscheinlich einfach nur ganz normale Nudeln. 1,50. 1,50. Gut, das ist eher lame. Dann haben wir hier eine Dose. Oh, das Energy Drink, ja. Was trinken wir morgen? Ja, mit Stevia. Echt? Hm? Der heißt Guampa Refreshing Energy Drink Pink Grapefruit. Mit Koffein, ohne Zucker, kalorienarm, vitaminhaltig. 1,49. Das klingt geil. Ja, und Scheiß, der hat 1 Gramm Kohlenhydrate auf 100. Geil! Dann kann ich hier noch was anderes trinken, wenn ich nicht cheate. Dann ist hier noch eine Dose. Tonic Water. Fever Tree. Oh yo, Tonic Water mag ich nicht so gerne. Ich glaube. Ja, hier ist noch Gin dabei. Möchtest du einen Gin Tonic? Nein. Ich glaube, das gehört dann zusammen. Dann kann man sich einen Gin Tonic mischen. Ja, das kostet 1,09 € und das andere 2,49. 1,09 € mhm. Und 2,49. Hm. Für Leute, die auf Gin Tonic stehen. Oh. Ich glaube, ich habe Gin Tonic noch nie getrunken. Nee. Mag das nicht so gern. Ich mag ja generell nichts Alkohol so gern, von daher. Guck mal, hier ist eine Maske drin, dein Extra-Produkt. Ach so. Ja, Hydromaske. Belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit. 1,49 €. Hm, hallo Katzen. Dann... Oh, Quinoa. Ist ja cool, von Seeberger. Oha, kann man Quinoa-Salat machen, ja? Ja, was schätzt du? 3 €. 4,49 €. Boah, ist echt teuer. Krass. Dann, hier sieht's aus wie Salz. Salz. Meersalz, tatsächlich. Ja, auch nicht verkehrt. 1,39 €. Mm. Latte Macchiato Pulver. Lecker. Lecker. 2,59 €. Hm, ich trinke auch keinen Kaffee. Schade. Aber Latte Macchiato geht eigentlich voll klar, weil das für mich drin ist. Oh, das ist auch nichts für mich. Oliven. Ich habe auch gerade schon gesehen. 2,95 €. Okay, was haben wir hier noch? Oh, Sugo Basilico. Das ist cool. Für 1,95 €. Nudeln. Das mag ich. Nein. Ich bin noch zwei Sachen. Echt? Ja. Boah, Brownies. Das steht hier nicht drauf. Ach doch, direkt das Produkt des Monats. Boah, wollen wir die probieren? Zeig mal. Jacques. Ich möchte die probieren. Ich bin ja nicht so ein Brownie-Fan. Ja, ich aber. 1,89 €. Das finde ich geil. Product of the Month. Oh gut, die sind einzeln verpackt. Ein Glück. Ein Glück. Ein Brownie. Willst du probieren? Mhm. Okay. Aber nur ganz klein bisschen. Boah, die sind voll saftig. Danke. Boah, sieht richtig geil aus. Ja, okay, die sind schon geil. Boah, die sind mega geil. Und das sag ich, ich mag sowas eigentlich gerade. Na, boah, die sind mega geil. Alter Falter. Läuft. Richtig lecker. Für so abgepackte, ja. Hammer lecker. Das sieht aus wie irgendeine Pulle. Hm. Blanche, blanc de blanc, trocken. Ist das Wein? Ja, ne? Glaube. Passt zu Pasta, Spargel, Fisch. Fruchtig, frisch. Ideal bei 8 Grad. Trocken. 2,99 €. Ist ja günstig. Ja, ne? Ein Wein. Ein Weißwein. Ein trockener Weißwein. Fruchtig, frisch. Das war's. Ja. Das ist eher so eine... Feinschmecker. Ja. Ne? Mhm. Aber finde ich trotzdem ganz okay. Die Brownies sind der absolute Hammer. Möchte ich mal kurz anmerken. Rezepte. Oh, Ciabatta mit Oliven und Tomaten-Ricotta-Pasta. Aber den Latte Macchiato finde ich eigentlich auch cool. Ja, das mag ich halt nicht so gern. Ich bin voll gespannt auf den Energy-Drink. Doch, finde ich ganz cool. Ja. 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 So, ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass diese Unity-Media-Menschen kacke sind. Ich war den ganzen Tag zu Hause, weil die meinten, 14 bis 18 Uhr stand da, ne? Mhm. Wisst ihr, wann die kamen? Gar nicht. Gar nicht. Ich war einfach den ganzen Tag umsonst zu Hause. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt den Vlog beenden, weil ich den jetzt noch schneiden muss, weil ich das nach der Arbeit nicht schaffe. Und dann rastet Styles aus.
bin ich gleich arbeiten und werde dann direkt weiterfilmen. Yay! Okay. Ich hoffe, der Vlog ist nicht allzu kurz. Sag tschüss. 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 Bis später für euch morgen.